Mein lieber Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Interview zu geben. Es wird wahrscheinlich spannend sein, du hast wahrscheinlich viel zu erzählen. Das ist auch was Spezielles in dem Fall. Du hast jetzt nicht so viele Rollen gesprochen, die vielleicht einem im Gedächtnis bleiben, aber dafür umso mehr Regiesachen gemacht und Bücher geschrieben zu wichtigen Serien und Filmen, die auf jeden Fall nicht unerwähnt bleiben sollten. Ja, das stimmt. Also meine Anfänge waren ja als Schauspieler und dann der Nebenberuf des Synchronschauspielers. Früher hat man noch gesagt Synchronsprecher. Aber es ist ja nicht nur Sprechen, man spielt ja, um die Emotionen auch mit der Stimme transportieren zu können. Man sieht halt den Körper nicht, aber das Ergebnis ist auch eine Art Schauspiel. Ja. Und insofern habe ich früher dann viel gesprochen im Synchron, verschiedene Serien, die man heute vielleicht nicht mehr kennt, so wie Reich und Schön, eine Soap aus den 80er Jahren, da war ich mal der Thorn Forrester, oder eine Serie, die hieß Trapper John, eine Acht-Serie, die lief damals bei Sat.1 und da war ich, der Schauspieler hieß Gregory Harrison, genannt Dr. Gonzo Gates. Da war ich ein paar hundert Folgen dabei. Und im Laufe der Zeit hat sich dann die Regie dazugesellt. So nach 10 Jahren des Synchronisierens als Sprecher kam dann die Synchronregie dazu. Und ist dann heute, sage ich mal, 90% Regie und noch 10% Sprechen. Und früher war es mal umgekehrt, so ist das langsam in die andere Richtung gegangen. Wolltest du schon ursprünglich eigentlich immer Schauspieler werden? Ja, also ursprünglich, ab welchem Alter, aber so nach der Schule, nach dem Abitur, hatte ich das fest vor, weil wir hatten auch eine Theater-AG am Gymnasium und da habe ich gerne daran teilgenommen und da hat sich das rauskristallisiert, dass ich das zum Beruf machen möchte. Und am Anfang wusste ich noch nicht, wie das geht, ob es da Schauspielschulen gibt, welche Kriterien, um da aufgenommen zu werden. Und da habe ich dann Leute getroffen, kennengelernt, die auch an der Universität Theater gespielt haben, die mir dann Schauspielschulen genannt haben. Ich habe mich beworben und bin dann in Graz in Österreich an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst 1980 aufgenommen worden und habe 3 Jahre lang dort die Schauspielschule gemacht. Anschließend hat man ein Diplom auch gemacht, eine Abschlussarbeit. Und dann bin ich direkt ans Theater engagiert worden. Erst nach Koblenz, dann nach Wuppertal. Dann bin ich freiberuflich nach München gegangen, weil München damals die Stadt des Synchrons war oder die Stadt der Medien. Berlin war auch als Synchronstadt sehr wichtig, aber fürs Drehen und für die Theaterlandschaft war in den 80er Jahren vor der Wende München die Stadt, die Metropole für uns Schauspieler. Und dort habe ich dann Stückverträge gemacht, Theater gespielt und mich irgendwann mal in einem Synchronstudio einer Synchronfirma vorgestellt und dann kamen die ersten Ensembletermine und so kam eins zum anderen. Ich bin in einer sehr guten Zeit eingestiegen, als das Synchron expandierte, zum ersten Mal expandierte durch die Gründung der privaten Fernsehsender, die ein größeres Synchronvolumen zu bedienen hatten, dann auch als die Öffentlich-Rechtlichen und viele amerikanische Serien eingekauft haben. Und so kam ich relativ schnell nach so 1-2 Ensemblejahren zu kleineren Rollen und dann schnell auch zu größeren Rollen, zu Hauptrollen. Und aus dem Nebenberuf wurde Hauptberuf und das Theaterspielen wurde immer weniger. Ich kenne dich tatsächlich aus den Münchner Tagen noch, also im Synchron zumindest. Mhm. Zum Beispiel so Rollen wie Cyclops aus X-Men, aus der damaligen X-Men-Zeichentrickserie. Mhm. Die wirst du wahrscheinlich nicht mehr kennen, nehme ich an. Also ich habe in so vielen Produktionen mitgewirkt. Ich habe irgendwann mal durch die Buchhaltungsstatistik, die man ja macht, mit Agagenabrechnung und so weiter, dass man durchnummeriert und das in über 1500 verschiedenen Projekten seitdem teilgenommen. Und einzelne Rollen, das vergisst man dann auch wieder und ist dann aus dem Kurzzeitgedächtnis auch raus. Also
Das kann gut sein. Ich sehe das immer dann, wenn man die Verwertungsgesellschaften anmeldet und dann sieht man ja, oh, da war ich damals auch dabei, das habe ich bei der GVL, muss man sich ja da registrieren und anmelden, um da an den Ausschüttungen teilnehmen zu können. Und da ist dann eine riesige Liste von Dingen, und wo ich denke, oh, das alles habe ich gemacht, aber es sind ja auch schon über 30 Jahre, seit ich dabei bin. Also ich bin 86 nach München gegangen und seitdem in dem Synchron eigentlich kontinuierlich geblieben. Das war auch gut, dass du auch so lange geblieben bist, weil dadurch hast du dich auch weiterentwickelt, dann auch in München. Und dann ging es ja dann später nach Berlin dann. Wie kam es dazu? Naja, also ich bin 2006 nach Berlin, also schon 20 Jahre in München. Ich hatte eine kurze Unterbrechung, also von 3 Jahren habe ich in Rom mal gelebt, dort gearbeitet. Es hat sich immer mehr nach der Wende peu à peu herausgestellt, dass sich die Synchronisation immer mehr nach Berlin verlagern. Berlin war immer schon auch eine Hauptstadt des Synchrons. Und in München wurden die Aufträge einfach geringer. Und ich wurde schon für einige Projekte auch nach Berlin geschickt, weil ja dort einige Sprecher für das Cast lebten. Und da bin ich zur Aufnahme oft hochgefahren. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, ich will mich mal verändern. In Berlin wird immer mehr synchronisiert und in München weniger. Ich ziehe um. So bin ich 2006 dann nach Berlin gegangen. Es gibt tatsächlich eine Rolle in München, die vielleicht vielen Fans in Erinnerung bleibt, aber dir wahrscheinlich nicht, nehme ich an. Und zwar aus der Serie One Piece. Das war so ein Bösewicht namens Enel. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob du den noch im Kopf hast, aber für viele klingelt es da eigentlich, wenn man dann an diese Figur denkt. Die verbindet man gleich mit deiner Stimme. Ich auch tatsächlich. Mhm. Weil das noch so eine Zeit war, wo ich noch diese Serie gesehen habe, und da warst du auch noch vertreten als einer der Bösewichte in dieser Serie. Verstehe. Also ja. Ich weiß das auch, aber ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern, was da alles in dieser Serie passiert ist. Ist ja nicht schlimm. Das ist ja, wie gesagt, so lange her. Das ist ja. Ja, ich habe ja auch viel mehr im Arthouse-Bereich dann gearbeitet, auch als Synchronschauspieler. Viele Filme, die französische, italienische Charaktere im Arthouse-Bereich dann synchronisiert. Und meistens natürlich, damals war ich auch noch 30, die Stimme ist ja dann auch nochmal anders, als sie heute ist. Und im Laufe der wachsenden Regietätigkeit ist die sprechende Tätigkeit zurückgegangen. Und viele Aufnahmeleiter, so auch wie du, die ja, wenn sie sich nicht so damit beschäftigen, und du beschäftigst dich ja damit, wissen das gar nicht, was ich alles gemacht habe. Und da gerät man auch in Vergessenheit. Also manchmal wissen die Aufnahmeleiter, mit denen ich gerade konkret am Projekt arbeite, dass ich ja eigentlich ganz viel synchronisiert habe, und sagen, oh, das passt, dann kannst du das da auch gleich mit die Nebenrolle synchronisieren. Und wenn das passt, mache ich das auch manchmal in meinen eigenen Projekten. Und ich bin vielleicht 3-4 Mal im Monat noch irgendwo mit einer Synchronrolle beschäftigt, aber zu 95% bin ich in der Regie und auch zu Hause bei der Erstellung der Synchrondialogbücher. Das mache ich immer selbst. Also ich arbeite, ich habe 1 oder 2 Ausnahmen abgesehen, erstelle ich immer das Synchrondialogbuch, führe dazu auch immer die Regie und setze mich auch dafür ein, dass ich meine Besetzung durchbekomme, so wie ich das möchte, in Absprache mit dem Auftraggeber, Sender oder Kinoverleih. Aber bin auch bemüht, denen klarzumachen, was ich für richtig halte, weil ich in der Branche ja tiefer drin stecke als Außenstehende, die nur irgendwelche Stimmproben hören und oft sich gar nicht vorstellen, wie diese Stimme den Charakter darstellen kann. Und ich habe ja den Überblick aufgrund der Erfahrung mit den vielen Kollegen, denen ich ja in unterschiedlichsten Projekten gearbeitet habe, wo ich weiß, der kann das auch und nicht nur das, wie er in der Stimmprobe dargestellt ist. Wir hatten ja vorher noch das Thema X-Men. Also das ist ja auch ein bisschen auch wiederkehrend für deine Arbeit gewesen im Fall von Legion. Das ist ja auch eine X-Men-Serie im Endeffekt, also die den Namen trägt zumindest.
Genau. Also das ist, aktuell arbeite ich ja an der dritten Staffel. Habe ja erste, zweite Staffel gemacht, komplett Buch und Regie, und habe in der ersten Staffel sogar eine kleine Rolle gesprochen, den Arzt in der Psychiatrie, der David untersucht und mit ihm Gesprächstherapie macht. Ja, und finde das eine ganz tolle Serie. Ein bisschen traurig, dass schon nach 3 Staffeln jetzt zu Ende geht. Wir erstellen gerade nächste Woche wahrscheinlich dann die Aufnahmen zu der letzten Folge. Und generell die Serie an sich, ist das was für deinen persönlichen Geschmack eigentlich auch so oder nur zum Arbeiten dann? Die gefällt mir persönlich gut, wobei ich gar nicht so auf Science Fiction und Marvel, interessiert mich persönlich privat weniger. Aber die Serie ist ungeheuer fantasievoll gemacht, sehr intelligente, verstrickende Handlungen, verschiedene Zeitebenen. Man versteht sie auch nur, wenn man sie von Anfang bis Ende gesehen hat. Sie ist visuell atemberaubend, mit tollen akustischen Effekts, tollen Songs. Also ein Gesamtkunstwerk, und das sieht ja auch die Presse so, ob Spiegel, Süddeutsche, die Zeit, schreiben da Hymnen über diese Serie, die eigentlich von der breiten Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wird, sondern eher so ein Insider-Tipp ist. Alle sind eigentlich begeistert, alle, die mitspielen, mitsprechen in den Hauptrollen, schwärmen von der Serie. Und so langsam setzt es sich vielleicht durch, dass nicht nur die Abonnenten, die Fox, Sky haben, sondern auch darüber hinaus ein Publikum darauf aufmerksam gemacht wurde. Aber mal sehen. Es bleibt trotzdem, glaube ich, eine im kleinen Insiderkreis verbleibende Serie. Das ist auch schon mal was. Ja. Als eine Serie, die jetzt komplett in Vergessenheit gerät zum Beispiel. Nein, glaube ich nicht. Also die Macher sind ja auch die gleichen, die Serie Fargo gemacht haben, die auch sehr erfolgreich war. Und obwohl das Genre nicht so unbedingt meins ist, wie gesagt, ich mache ja mehr Arthouse-Filme, europäisches Kino. Und interessiere ich mich mehr jetzt zum Beispiel, bearbeite ich mit Russell Crowe eine Miniserie, einen 7-Teiler für Sky, The Loudest Voice in the Room. Und das ist eine politische Geschichte, Lebensbiografie-Verfilmung von Roger Ailes, dem Gründer von Fox News, Aufstieg und Fall dieses rechtspopulistischen TV-Menschen, den Russell Crowe sensationell darstellt. Da, sage ich mal, interessiere ich mich privat auch mehr für solche Thematiken. Liegt es auch daran, dass du deswegen auch so viele Serien gemacht hast, wie zum Beispiel Homeland oder auch Newsroom? Das sind ja eher alles politische Serien. Also dass das auch, dass du das machst, weil du auch selber ein Interesse daran hast? Genau. Also ich sage mal, die Auftraggeber sehen ja anhand meiner Vita, was ich bisher gemacht habe, aus persönlichen Gesprächen heraus. Wissen sie ja auch, für was ich mich mehr interessiere. So bieten sie mir auch eher das an, als jetzt eine reine Action-Serie, Komödie. Was ich nie gemacht habe, also ein Sitcom zum Beispiel. Das ist eine eigene Kunst, ein eigenes Handwerk, die Gags zu transponieren ins Deutsche, manchmal sehr schwer, und bedeutet auch viel Erfindungsreichtum, sich auch manchmal wirklich vom Original zu entfernen, weil das im Deutschen nicht funktionieren würde, die amerikanische Anspielung auf etwas. Und da muss man eine eigene Gabe zu haben. Und ich habe mich da nie drum gerissen. Ich dachte, das ist eine Schweinearbeit, Sitcom schreiben. Und ich gucke auch privat überhaupt keine Sitcoms. Das ist auch nicht immer mein Humor. Und ja, also ich bin da eher fürs Drama zuständig. Und das hat mich auch immer interessiert. Und ich komme ja auch aus der klassischen Theaterausbildung. Ich habe ja selber die ganzen großen Rollen gespielt an den Theatern, ob es Prinz von Homburg, Kleist, ob es Ferdinand, Kabale und Liebe, Schiller oder Lessing, Templer in Nathan der Weise. Also da ist auch meine Wurzel als Schauspieler. Ich war auch nie jetzt so der Komödiendarsteller. Deswegen bist du dann auch bei der Synchronregie dann auch
für eben politische Serien oder auch Arthouse. Arthouse-Kino, ja. Also genau. Ich habe ja die unterschiedlichsten Dinge da gemacht in allen Sprachen, ob es dann die ganzen Goldene Palme-Gewinner, rumänische Film, 4 Monate, 3 Tage, 3 Wochen, 2 Tage, rumänischer Arthouse-Film oder ein Film in Sri Lanka, der vor 3 Jahren die Goldene Palme gewonnen hat. Also das sind die Filme, die mich dann auch sehr interessieren, auch wenn sie nur ein kleines Publikum haben. Aber sie haben doch eine Ausdrucksform, die dem Theater mehr entgegenkommen als so Alltagsgeschichten. Und ich habe ja auch zum Beispiel Faust, den der russische Regisseur Alexander Sokurov verfilmt hat, frei nach Goethe. Also diesen Film hat er auf Deutsch gedreht. Und in dem Bewusstsein, dass er gar kein Deutsch kann und irgendwann eine komplette Nachvertonung des originalen Settones braucht. Und da er nicht Deutsch kann, hat er einen deutschen Dialogregisseur ausgewählt. Da fiel die Wahl auf mich und ich habe das mit ihm sozusagen den internationalen Originalton erstellt auf Deutsch. Also über eine Synchronisation hinausgehend, weil wir als Master ja nur noch das Bild hatten, aber keinen Ton mehr und teilweise auch gegen das Bild Sätze kreiert haben, Stimmungen erschaffen haben. Und da wurde jeder Nasenatmer, jedes Räuspern, alles komplett nachgebaut. Das war eine sehr interessante Tätigkeit. Und dazu habe ich eben in St. Petersburg 6 Wochen zugebracht mit den Aufnahmen mit Sokurov in den berühmten Len-Filmstudios, in dem auch Sergei Eisenstein seinen Panzerkreuzer Potjomkin gedreht hat. Und auch ein Teil der Aufnahmen, die Ensembleaufnahmen, die kleineren Rollen, wurden damals bei der Berliner Synchron auch 2 Wochen lang im Atelier gestaltet. Und gestaltet, sage ich mal, nicht nur statisch vom Mikrofon, sondern es wurde geangelt, der Ton. Es wurden Mikrofonwälder, sage ich mal, aufgebaut. 10 Mikrofone verteilt im Raum. Die Schauspieler haben sich bewegt, dabei gesprochen. Es war eine sehr interessante Tätigkeit, um den Ton so authentisch wie möglich an das Bild anzupassen, sodass das überhaupt nicht mehr auffällt. Und so war das auch später bei Pressekonferenzen. Als Sokurov eingeladen war in Deutschland zur Filmpremiere, hat er gesagt, Stefan, du kannst Deutsch, also über einen Dolmetscher, weil ich habe immer am rechten Ohr Sokurov gehabt, am linken den Dolmetscher. Red du mit den Journalisten und so. Und dann habe ich denen das auch erklärt. Und die sagten immer, ja, synchron, aber was haben sie denn da gemacht eigentlich? Der Film ist ja nicht synchronisiert. Und ich sagte, ja, aber er ist nachgebaut. Ja, aber das sieht man gar nicht. Da denkt man, das ist der Setton. Nein, habe ich gesagt, wir haben das mühsamst hergestellt im Sinne von Sokurov und teilweise neu entwickelt mit Schauspielern, die sich selber gesprochen haben und teilweise auch mit Synchronschauspielern, die die russischen Darsteller dann komplett nachgesprochen haben, das heißt nach den Lippen das nachgestaltet haben. Und diese Arbeit hat ja, wurde ja dann nach Venedig zu den Filmfestspielen eingeladen und es fand ich damals ganz toll, dass die russische Produktion und Sokurov mich anriefen. Stefan, du hast zu dem Gelingen des Filmes mit beigetragen und ich wurde zu den Filmfestspielen auch eingeladen und wir sitzen in der Gala und dann kommt The Winner is Faust Sokurov als bester internationaler Film und Sokurov hat mir auch den Goldenen Löwen in die Hand gedrückt und gesagt, Stefan, ein Teil davon gehört auch dir. Und das war für mich so ein Highlight, weil im Synchron gibt's das ja normalerweise nicht. Wir transponieren ja normalerweise Oscar-prämierte Filme oder die die Goldene Palme oder den Goldenen Löwen gewonnen haben, ins Deutsche anhand der Vorlage einen Originalton zu entwickeln, der jetzt nun zufällig auf Deutsch ist und den ein deutscher Dialogregisseur mitbearbeiten muss, weil der Originalregisseur nicht Deutsch kann. Sowas gibt's, glaube ich, 1-2 Mal in der Welt, aber ansonsten nicht. Das war also ein glücklicher Zufall, eine glückliche Fügung, dass ich da dann auch noch einen Film habe und mal die große internationale Filmwelt live neben mir mit einem Film, einem prämierten Film, an dem ich teilgehabt habe, zu erleben.
Das ist schon auf jeden Fall eine Auszeichnung. Hm. Das hat man nicht jeden Tag, das stimmt schon. Hm. Es gibt noch so einen anderen Film, wo ich auch das Gefühl hatte, Moment, der ist doch nicht synchronisiert. Aber der war dann doch synchronisiert. Das war der Film Mustang. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Mhm. Den habe ich mal vor Jahren gesehen und dachte mir so, nee, der ist doch nicht synchronisiert. Da ist mir aufgefallen, dass er wirklich dann synchronisiert war. Und dann habe ich auch gemerkt, dass da eben auch nicht diese Synchrontöne dabei waren. Ja, das ist ja das Ziel, dass das verschmilzt. Ne? Mhm. Und da sind verschiedene Aspekte extrem wichtig. Neben der technischen, also tontechnischen Abwicklung von Aufnahme bis hin dann zur Mischung. Und der Schnitt, natürlich die Synchronität, die so exakt wie möglich sein sollte. Kompromisse muss man immer machen, weil die Sprache ja doch anders ist. Einfach Konsonanten, Vokale sitzen auch woanders. Man versucht dann Wörter zu tauschen, andere zu finden, die den Sinn nicht verfälschen, um so lippensynchron wie möglich zu sein. Und der Hauptaspekt für mich, auch als Zuschauer, ist die Homogenität des Ausdruckes. Und da ist ganz wichtig, dass die Sprache in die Muskulatur des Gesichtes hineingeht, in den Körper, und dass jede Bewegung stimmlich mitgelebt wird. Und das ist eine eigene Kunst, die meine Kollegen ja beherrschen, dass sie, obwohl sie nicht durch die Gegend rennen, die Vorlage im Film rennt durch die Gegend, und sie müssen die Atemlosigkeit herstellen. Wenn sie etwas Schweres heben, müssen sie das in die Stimme legen, die Intensität des Ausdrucks in die Artikulation. Redet jemand sehr deutlich oder redet jemand sehr unterspannt? All das sollte so verschmelzen, dass man das nicht mehr spürt. Und das bedeutet dann immer wieder ein immer wiederkehrendes Erinnern an und Ermahnen, das ist ja meine Aufgabe als Regisseur, an die Synchronschauspieler, an ihre Intensität appellieren, an ihre Körperlichkeit appellieren und natürlich auch an der Wahrhaftigkeit des Ausdrucks. Und das ist ein ganz entscheidender Fakt, dass man die Sätze nicht nur kopiert, sondern auch durchlebt, die Emotionalität, dass dieser Satz diese Vibrationen transportiert, die die Zuschauer auch berühren. Und ein aufgesetztes Ich liebe dich wird einen nicht so überzeugen wie ein ganz ehrliches Ich liebe dich. Und ist das mit Tränen gesagt? Ist das, welcher Subtext liegt dahinter? Ist es ein verzweifeltes? Ist es ein aufgeregtes? Oder ist beides zusammen? Oder ist unterschwellig auch noch eine Aggression da? Diese Ebenen zu bedienen, das macht den wahrhaftigen Ausdruck aus. Und dass der Text nicht zu aufgesagt klingt. Und das, sage ich mal, Homogenität und Wahrhaftigkeit sind die Grundfesten einer guten Synchronisation. Dahin zu kommen, ist die Aufgabe des Regisseurs, den Schauspielern das zu vermitteln, was man möchte. Ich meine, die sehen es natürlich auch schon im Original. Die Umsetzung gelingt nicht immer. Das heißt, ich sehe etwas, höre etwas und es soll dann rauskommen, so wie ich es empfinde. Und kommt nicht immer raus. Und das muss ich regulieren und auch dem Schauspieler erklären, woran es liegt, dass es noch nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe und wie es adäquat zur Vorlage ist. Und ja, das ist eine eigene, das bedeutet eine psychologische Erkenntnis, das bedeutet einen pädagogischen Umgang mit den Schauspielern und ein sensitives sich hineinfühlen und erkennen der sensibelsten Emotionen, die ja dargestellt sind. Ja, das gelingt mal mehr, mal weniger gut. Ich sage immer, Besetzung ist die halbe Miete ja schon. Es gibt Charaktere, die liegen einigen Kollegen mehr, die anderen weniger. Das heißt, ich versuche auch schon bei der Besetzung darauf zu achten, dass nicht nur das Timbre ähnlich oder deckungsgleich ist, sondern dass auch der Grundcharakter des Synchronschauspielers nicht so ganz konträr zu der Vorlage ist. Dann tut man sich einfach leichter. Ne? Ich sage immer, einen schnell sprechenden, aufgeregten Kollegen runter zu dimmen auf eine phlegmatische Vorlage, das gelingt auch.
Und es gibt welche, die können sich sehr verwandeln, haben ein breites Spektrum und manche Schauspieler haben halt ein engeres Spektrum. So wie das ja auch im Film ja ist. Ein John Wayne ist keine quirlige, lustige Quasselstrippe. Und das zu spielen würde ihn auch, würde ich mal sagen, fast überfordern. Aber ihm glaubst du sofort, ein Captain der Nordstaaten, der in den Krieg zieht. Also, und so ähnlich, sage ich mal, gibt es auch im Synchron, die Erfahrung, dadurch, dass ich Persönlichkeiten erlebe und erkenne, kann ich dann besser besetzen, als wenn ich nur rein auf das Timbre besetze. Das wird ja immer mehr, nimmt Überhand, dass Leute sagen, ach, die Stimme ist schön. Und ich dann sage dann immer, ja, passt sie zu der Rolle, wenn der Kunde das wünscht. Und glaube ich nicht, dass jemand anders das noch 5% besser kann, weil ich die Persönlichkeit des Kollegen kenne. Und deswegen ist, sage ich mal, Besetzung eigentlich sollte man immer dem Regisseur überlassen. Und das Erste, was ich immer den Supervisern auch sage, ist, Regie kommt von Regieren und versuchen Sie mich nicht zu entmündigen und mich zu einem reinen Dienstleister machen. Und dann, wenn Sie so gerne besetzen, wenn Sie so gerne das selber machen möchten, dann werden Sie Regisseur. Dann vertrauen Sie mir. Ich habe die Erfahrung jetzt über 20 Jahre mit Regie, über 30 Jahre in der Synchronbranche. Und wenn Ihnen meine Arbeit nicht gefällt, Sie haben 300 internationale Filmprojekte, hunderte Serienfolgen von renommierten Serien, schauen sich das an, sagen Sie, gefällt mir nicht, dann engagieren Sie mich erst gar nicht. Sondern vertrauen Sie mir und der Erfahrung. Ja. So sehe ich das auch. Ja. Auf welche Art von Charakteren wirst du eigentlich am häufigsten besetzt? Also rein als Sprecher vor dem Mikrofon. Ja, natürlich einmal aufgrund des Alters, sage ich mal zwischen 50 und 60 oder 48 und 64 ist da alles möglich, sage ich mal von mir aus gesehen. Wie das andere betrachten, denke mal ähnlich. Und es sind eher die gebildeten Rollen. Ich bin weniger der Gangster aus der Bronx. Ich bin schon eher der Doktor, der Priester, der Vater, der Gouverneur. Ich habe ja mal in Homeland den Vizepräsidenten gesprochen. Das war eine größere Rolle in der ersten Staffel. Also das sind schon mit meiner baritonalen, etwas tragenden Stimme schon so die Charaktere, auf die ich eher besetzt werde. Es gibt auch mal Schwarze, auf die ich besetzt werde. Aber alles eher so in dem Bereich gebildet, kultiviert und weniger im proletarischen Milieu angesiedelte Charaktere. Du hast ja von der Vergangenheit gerade erzählt. Hattest du selber Vorbilder in deiner Jugendzeit, also als du noch in München synchronisiert hast zum Beispiel? Also Leute, die dich geprägt haben im Synchron? Sei mal geprägt auf jeden Fall, direkt Vorbilder nicht. Ich wollte nie so sein wie, ich wollte vielleicht so gut sein wie. Also das ist klar, aber ich habe sehr lange in dieser Serie Trapper John mit Eric Schumann waren wir jeden Tag zusammen. Das ist ein älterer Kollege gewesen, der leider schon verstorben ist, mit dem ich tagtäglich im Studio war. Das war schon so ein Maßstab, ein toller Synchronschauspieler und auch Schauspieler, hat ja auch viel Fernsehen, hat auch mal einen Bambi gewonnen, also in den 50er, 60er Jahren sehr erfolgreicher Film, deutscher Filmschauspieler, der viel synchronisiert hat, zum Beispiel ganz berühmt Tony Curtis in Manche mögen es heiß. Für die Synchronisation sowieso eine der gelungensten Synchronisationen. Gerade die alten Filme, die es ja viel, viel schwieriger hatten zu synchronisieren, weil sie nicht die digitale Technik zur Verfügung hatten. Das heißt, man hörte früher keine Anschlüsse. Man musste sich das alles merken. Es wurden viel größere Sequenzen synchronisiert. Technisch konnte nicht so viel nachbearbeitet werden. Der Schnitt war wirklich noch ein Schnitt an den Bändern am Schneidetisch und nicht am digitalen Computer. Also es bedeutete von allen eine viel größere Anstellung, Konzentration und du hattest nicht die Kontrolle wie heute und große Leistung, die einige Synchronisationen dort gezeigt haben.
Und so war Erik Schumann so ein Beispiel. Und da gibt es einige ältere Kollegen, die man natürlich toll findet. Ich finde auch Generation, die ja noch aktiv ist, Frank Laubrecht, Stimme für mich immer eine großartige. Oder Tommy Danneberg. Also das sind schon eine Generation, die ja so 15, 20 Jahre vor mir angefangen hat, großartige Stimmen und die auch mit diesen Stimmen einen schönen Ausdruck gestalten konnten. Oder mein Namensvetter, für mich überhaupt die Synchronstimme aller Zeiten, G.G. Hoffmann, Gerd Günther Hoffmann, der Jean Connery, Michel Piccoli synchronisiert hat. Oder auch Klaus Kindler als Steve McQueen. Mit denen habe ich ja noch gearbeitet als Anfänger, als Kollege in Hauptrollen. Und dann auch noch später dann als Regisseur haben sie bei mir gesprochen. Das war eine große Freude, mit diesen aus der Generation der 50er, 60er, 70er Jahre zusammenzuarbeiten, mit deren Stimmen man als Kind ja auch aufgewachsen ist, ne, mit den Filmen. Was ist für dich der größte Unterschied zwischen Berlin und München? Ja, ich habe ja da den guten Vergleich jetzt. 13 genau. Jahre hier und 20 Jahre in München. Einmal überschaubarer. Also der Kreis der Kollegen, Mitarbeiter im Synchron, da kennt jeder jeden wirklich. Hier in Berlin ist das schon fast nicht mehr zu überblicken. Gerade im Zuge des Volumens, was zu synchronisieren ist durch die Streaming-Portale, durch Netflix, Amazon, ist halt so viel, es sind so viele neue Leute reingerutscht, teilweise auch überfordert vielleicht mit einigen Projekten, aber es ist gar nicht die Zeit, sich so auszubilden und zu entwickeln. Die legen los und müssen und da kenne ich ganz viele nicht. Also hier ist auch in Berlin, man ist bei der Firma, bei der anderen gar nicht. In München ist man eigentlich reihum bei den Kreis der Firmen immer mal wieder gewesen. Hier gibt es fast hermetisch abgeriegelte, ob es unfreiwillig ist, freiwillig ist, Synchronschauplätze. Und das gab es in München zum Beispiel nicht. Und dadurch hat man das Gefühl, dass München vielleicht kollegialer, freundlicher, geselliger, offener ist. Und Berlin mehr eine Industrie, wo das Ganze anonymer abgehandelt wird. Und natürlich findet man auch hier seinen Kreis von Kollegen, mit denen man sich vielleicht auch mal privat trifft, was unternimmt. Aber das war in München mehr verbreitet. Und ja, ansonsten das Technische, der Ablauf, das ist ja in allen Städten gleich. Ne? Wir haben ja vorhin über Homeland gesprochen. Mhm. Ist das auch so eine persönliche Serie, die dir gefällt? Ja, also zu Homeland, ich habe ja eine ganze Zeit lang überhaupt keine Serien mehr gemacht, weil ich gesagt habe, Serien interessieren mich nicht. Ich liebe es, einen Film zu machen mit einem neuen Cast, neuer Thematik und als etwas, was sich immer wiederholt und immer ähnliche Abläufe hat. Und auch immer natürlich die gleichen Stimmen, die gleichen Kollegen. Irgendwann möchte man ja auch wieder mal neue Kollegen, mit denen man was erarbeitet. Und Homeland wurde mir angeboten und ich sagte, nee, eigentlich Serie mache ich nicht. Und da hat der Synchronchef gesagt, schau doch erstmal rein, bevor du es ablehnst. Und dann habe ich den Piloten gesehen und war total begeistert und dachte, diese Qualität, diese Spannung, dieser Plot finde ich so irre, möchte ich unbedingt machen. Und so bin ich wieder zur Fernsehserie, die ja mittlerweile, wie wir wissen, doch auf Kinoniveau stattfindet, gekommen. Und man kommt gar nicht mehr drum herum, diese qualitätsvollen, anspruchsvollen Geschichten zu machen. Das hat sich verlagert. Der Kinomarkt ist eh wesentlich kleiner. Der Arthouse-Markt ist rückläufig. Es ist auch von der Beschäftigung immer eine größere Garantie natürlich in dem Serienmarkt drin zu sein, dass man durchgehend beschäftigt ist. Das sind so einmal Überlegungen wirtschaftlicher Natur, zum anderen fällt es einem aber leicht, weil die Serien ja auch sehr gut geworden sind.
Wie ist für dich der Stand der deutschen Synchronbranche? Allgemein wird ja wahnsinnig viel gemacht, unter einem großen Zeitdruck, unter dem immer mal wieder, muss nicht, aber immer mal wieder die Qualität natürlich leidet. Und es gibt nicht schneller, billiger, besser, das schließt sich irgendwie zusammen aus. Und da werden immer mehr Kompromisse nötig. Und ich sage immer, so wie ich jeden Take sage, ach, der war herausragend, der war gut, da gibt's noch mal, der war nicht so gut. Und da hat jeder mal, man sagt, wie oft muss ich sagen, das war nicht so gut und warum war das nicht so gut? Den Qualitätsanspruch ist man bemüht, hat man, und manchmal gelingt das nicht. Und durch die Masse, die synchronisiert wird und es die erfahrenen Kräfte nicht alles machen können, kommen natürlich Synchronisationen an ein Qualitätslimit. Es ist klar, dass die dann nicht so glücken mit Leuten, die es noch selten gemacht haben, nicht so viel Erfahrung haben, vielleicht nicht so viel Begabung haben. Oder wenn etwas sehr günstig sein muss, nimmt man vielleicht Leute, die eben noch nicht Gagen aufrufen können, die ihrer Qualität entsprechen. Und ja, da kommen viele Faktoren zu einer Synchronisation ja zusammen. Also es ist wirklich der technische Apparat, die Cutter, die Besetzung, alles ist ja eine Teamarbeit. Und wenn an einigen Punkten was nicht so qualitätsvoll besetzt ist, dann leidet das. Das kann man bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Aber ja, also das ist heute die Synchronisation. Ich würde nicht sagen, die ist nicht schlechter als früher. In einigen Bereichen ist sie ja auch besser geworden, weil es auch leichter geworden ist, Dinge zu reproduzieren, zu korrigieren und so weiter. Es ist eine Entwicklung, so wie sich die Sprache entwickelt, so hat sich die Synchronisation entwickelt. Die Art zu synchronisieren hat sich entwickelt, nicht nur von der technischen Herangehensweise, sondern auch von Geschmack, von Sprachhaltung. Das merkt man ja richtig, was eine Synchronisation der 70er, der 50er, der 60er. Was fand man damals toll, würde man heute gar nicht mehr toll finden. Also so wie man ja auch Filme, die Vorlagen sagt, oh Gott, fand ich mal einen ganz tollen Film, 20 Jahre später, naja, warum fand ich den damals so toll? Also ist immer was im Wandel. Ich würde sagen, es gibt herausragende Synchronisationen und viele gute, ich habe gesagt, ein großes Mittelfeld, viele gute. Leider auch ein paar natürlich dann schlecht. Da muss man dann im Einzelfall untersuchen, woran das lag. Also herausragende Synchro für mich zum Beispiel, was mir dann auffällt, wenn ich als Kinozuschauer dann da bin, das war jetzt die dunkelste Stunde mal vor ein paar Jahren, Film, den Axel Malzacher Synchronregie-Dialogbuch gemacht hat, war für mich herausragend. Also so, gibt es immer so Sternstunden. Und insofern würde ich nicht sagen, das Niveau ist gesunken oder gestiegen. Es ist größer geworden, es ist schwieriger geworden, es ist ein größerer Zeitdruck da, es sind viele Leute nicht lange genug ausgebildet dabei und dann kann das nicht so gut werden. Hast du selber einen Lieblingsfilm, den du synchronisiert hast, beziehungsweise eine Serie? Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel den Film La Grande Bellezza von Sorrentino. Ich habe ja 3 Jahre in Rom gelebt. Das ist ein Film über Rom, über die Italiener. Eine Hommage an Fellini. Ein sehr aufwendiger, rollenintensiver Film, italienischer. Hat auch, glaube ich, den Europäischen Filmpreis gewonnen. Also den habe ich ungeheuer gern synchronisiert. Ein toller Arthouse-Film. Und wo ich sage, Mensch, das ist gut geworden, wo auch die Verleiher oder die Verleihchefs, die sich normalerweise nicht um Synchronisation kümmern, Mails schrieben, anriefen, großartig, toll geworden. Da freut man sich natürlich und das spüre ich dann auch selber. Und wenn auch von Kollegen man Lob kriegt, ist ja auch schön, wenn namhafte Kollegen sagen, Mensch, hab neulich deinen Film gesehen, toll und so. Also La Grande Bellezza ist so ein Film, den ich da sehr liebe und finde, dass er geglückt ist. Und von den Serien, ich bin bemüht, es so gut wie möglich zu sagen. Ich kann jetzt gar nicht sagen, welche da besonders geglückt ist. Also ich freue mich, dass eigentlich alle ganz gut geworden sind.
Ich mache mal ein kleines Wortspiel. Ich werfe ein paar Wörter in den Raum und du sagst mir, was du dabei denkst. Mhm. Feststimmen. Spontan die großen drei. Brückner-Danneberg, Manni Lehmann, Glaubrecht, die großen vier. Ja, das würde mir sofort einfallen. Ein Feststimmen. Ansonsten zweite Assoziation. Manchmal toll, manchmal auch ärgerlich, weil man vielleicht sie anders besetzt hätte und man auf sie zurückgreift und sagt, es wäre vielleicht ein anderer, in meinen Augen subjektiv gesehen, der geeignetere Kandidat gewesen. Das wäre jetzt meine nächste gewesen, eigentlich Neubesetzung, aber somit hast du es ja quasi beantwortet. Ja, es gibt, Besetzung ist immer ein heikles Thema aus verschiedensten Gründen. Es gibt gewisse Vorgaben aufgrund von Feststimmen, wo man sagt, großartig, toll, freue ich mich riesig. Und manchmal denkt man, ja, okay, ist halt so, mache ich. Der ist ja auch der Kollege, der dann vielleicht nicht so, auf den ich nicht gekommen wäre, nicht schlecht oder so. Aber es gibt ja immer, wo man sagt, der finde ich 5% passender. Darum geht es ja. Und aber dann wird das erarbeitet. Und manchmal kann man ja auch umbesetzen. Also muss man ja auch, wenn es aus terminlichen Gründen ist. Oder der Verleih hat noch eine andere Meinung. Dann gibt es vielleicht nochmal ein Casting oder so. Grundsätzlich bin ich persönlich der Meinung, und das würde auch mich betreffen, wenn ich selber spreche, jeder Film werden die Karten eigentlich neu gemischt. Und aus der Subjektivität heraus hat man eigene Vorstellungen. Und für mich gibt es wirklich, es gibt die großen Feststimmen und da ist auch nicht dran zu rütteln, finde ich auch richtig. Aber es gibt die, wo man sagt, ich habe den schon 5-mal gesprochen, das ist nicht unbedingt eine Garantie, dass das nochmal so sein muss. Und da wehre ich mich auch dagegen. Und ich finde es auch ganz falsch zu sagen, ja, dass andere Kollegen, nee, dann spreche ich dem das nicht weg oder so. Es ist völlig unsinnig, weil man spricht was nicht weg oder so, sondern es geht darum, ich als kreativer Kopf habe eine Idee und die möchte ich so umgesetzt haben. Und ich erwarte von jedem Schauspieler, dass er den Ehrgeiz hat, eben den Hamlet spielen zu wollen. Und nicht zu sagen, oh nee, da könnte ich ja den Hamlet jemandem wegspielen. Nein, also das halte ich sogar für idiotisch. Man muss den Ehrgeiz haben, immer die Hauptrolle sprechen zu wollen. Und wenn die Möglichkeit sich ergibt, dann sollte man die auch ergreifen. Also und ich als Regisseur lasse mir sehr ungern eine Besetzung aufoktroyieren. Das, das geht hin, bis das, wenn man macht mal auch Kompromisse. Es gibt ja nicht nur, sagt nur den. Es gibt auch immer eine Alternative. Und ich verbeiß mich da auch nicht. Und wenn mich was überzeugt, dann rücke ich auch von meinem ersten Impuls oder Gedanken ab. Also manchmal hat auch jemand noch eine bessere Idee als ich. Also und die greife ich dann auf. Also aber es gibt auch schon Situationen, wo ich sage, na, dann lege ich die Regie nieder. Weil wenn ich etwas ganz unpassend finde und denke, da stehe ich nicht dahinter. Wie soll ich den inszenieren, wenn ich ihn für nicht für diese Rolle geeignet halte? Und wenn mich dazu ein Auftraggeber zwingt, dann muss ich sagen, dann trete ich gerne zurück, dann sage ich, bitte, dann müssen Sie jemand anderen nehmen, weil ich glaube nicht an diese Besetzung. Und das einige Kunden überrascht, weil normalerweise sagen die Regisseure machen alles, was wir sagen. Und da gehöre ich nicht so ganz dazu. Also quasi ein Zeichen setzen, dass man nicht alles mit sich machen kann. Ja, es ist im Zuge, ich meine, Supervisor ist ja eine Erfindung, es gab es ja früher gar nicht, der letzten 20, 30 Jahre, sage ich mal, dass gerade jetzt bei den Majors, für die ich eigentlich wenig arbeite oder kaum mal ein Paramount-Film, dass die schon solche Vorgaben haben und ich immer denke, oh Gott, hoffentlich sind deren Wünsche deckungsgleich mit meinen, weil sonst haben wir ein Problem. Und diese Entmündigung der Regie finde ich grauenhaft. Ich sage immer, dieses Projekt muss man mir anvertrauen. Wenn es einem nicht gefällt, mich bitte nie wieder anrufen. Und dieses Vertrauen aber geben. Und man hat ja auch schon genug Filme gemacht, wo man sieht, treffe ich den Geschmack oder nicht? Also und ich lasse mir ungern reinreden.
macht man sich nicht immer beliebt. Es ist leichter, zu allem Ja und Amen zu sagen und zu denken, sich seinen Teil zu sagen, ach, ist zwar völlig blöd, aber ich mach's. Nee, tolle Idee von Ihnen. Wunderbar, machen wir. Und oh je, naja, ich krieg mein Geld dafür, ich mach's halt. Also, und dazu werden wir Regisseure immer mehr reingezwungen, weil immer mehr Mitspracherecht, der Kunde ist König, eingeräumt wird. Und ich sag mal, man hätte auch ein Picasso nie gesagt, machen Sie mal das Rot da weg. Ich hätte gern lieber das Blau. Er hätte auch gesagt, raus, ja, das ist mein Atelier. Mhm. Und leider haben wir dem Kunden diese künstlerische Mitsprache immer mehr Raum gegeben. Und man ist dann wirklich dankbar, wenn der Kunde auf der gleichen Wellenlänge liegt, künstlerisch. Dann sagt man immer, Gott sei Dank, welcher super, war toll, der sieht das ähnlich wie ich, da gibt's, klafft es nicht auseinander. Ist ja nicht alles immer schrecklich. Nö, naja, auf keinen Fall, nein. Also ich habe das Glück eigentlich, wirklich größtenteils mit Menschen zusammenzuarbeiten, die meine Arbeit schätzen, jetzt von der Auftraggeberseite. Und dann ist es ja auch gut. Was will man mehr? Ja. Und jetzt noch das letzte Wort in dem Fall, Dumping. Ja, also für die einen ärgerlich, ne? Und für die anderen schön, weil die, die gedumpt haben, kriegen den Auftrag unter Umständen. Und die anderen haben einen Auftrag weniger und ärgern sich über die Preispolitik. Ich sage mal allgemein, man kann niemanden zwingen, einen Mercedes zu kaufen, wenn man nur Geld für einen Fiat 500 hat. Also es ist eine freie Marktwirtschaft, es ist ganz normal, es gibt Preisunterschiede, es gibt Kalkulationen, Ausschreibungen, ob du jetzt eine Autobahnbrücke baust oder einen Film synchronisieren lässt. Du wirst ausschreiben, du wirst immer unterschiedliche Preisgefüge finden, die unterschiedliche Gründe haben. Also ich sag mal, das ist der normale Wettbewerb. Und da so einen gewerkschaftlichen Einheitspreis aufzuziehen, ist ja gar nicht möglich in der freien Wirtschaft. Du kannst nur die Angestelltengehälter oder die Dienstleister können versuchen, so ist es ja auch mit dem IVS, oder jetzt dem neuen Verband, eine Linie reinzubringen, dass die Arbeit gewertschätzt wird über eine sogenannte Mindestgage, die einfach unverrückbar ist. Dass es trotzdem Menschen geben wird, die günstiger arbeiten, weil sie vielleicht sonst nichts zu tun hätten oder warum auch immer, oder aus Angst, das wirst du nicht verhindern können. Und das ist der freie Wettbewerb. Insofern, es wird da viel geschimpft, es wird da auch viel üble Nachrede getrieben. Also die eine Firma sagt, na, da waren die aber so billig, deswegen haben wir nicht bekommen. Dann sagt die andere Firma, nee, aber die waren so billig bei dem Projekt. Die schieben sich alle in schwarzen Peter mal hin und her. Und der lachende Dritte ist ja immer der Auftraggeber, der sagt, oh, da kriegst du 5.000 Euro billiger, dann gehe ich dann dahin. Lässt dann die Qualität nach, lässt sie nicht nach. Ich sage immer, ganz viel hängt mit dem künstlerischen Kopf zusammen. Also der das Ganze steuert, wenn der erfahren ist, einen Überblick hat, kann der Film in unterschiedlichsten Firmen auch gut werden und muss nicht schlechter werden, weil er bei der Firma ist oder bei der, wenn diese Firmen alle einen ähnlichen Standard haben. Ist klar, es gibt Synchronfirmen, die ganz, ganz billig arbeiten in der Provinz irgendwo, die nicht ein großes Schauspielerrepertoire verfügen, wo halt dann auch Laien mitsprechen und wie auch immer. Dann ist der Qualitätsunterschied eklatant. Und aber auch der Preis eklatant unterschiedlich. Wenn du sagst, hier hätte es Hausnummer, sag ich mal, 30.000 gekostet, da kostet dann da nur 10.000. Ist aber auch für den DVD-Label, den Vertrieb, ja auch ein entscheidender Faktor zu sagen, oh, da kann ich 20.000 Euro sparen. Mhm. Und wenn ich genauso viele DVDs damit verkaufe, ob die Fassung ein bisschen schlechter ist als die teurere, ist es denen leider manchmal völlig egal. Und ärgerlich ist es, wenn es wirklich schöne Filme sind, ja, die man hätte gut machen können und die nur aufgrund des Preises dann verhunzt werden. Das ist dann ein bisschen traurig. Insofern ist Dumping da ärgerlich.
Ja, außer natürlich jetzt bei den, ich sag mal, Filmen, die eh auf dem Grabbeltisch landen, wo das ja schon vorbestimmt ist quasi. Ja, ja. Und das ist ja quasi die letzte Chance, sowas noch auf Deutsch noch zu produzieren. Ja, der deutsche Synchronmarkt funktioniert aufgrund dessen halt sehr gut, weil es lässt sich rein mit dem O-Ton einen Film schlechter vermarkten. Und das haben auch die kleinen Nischenlabels kapiert. Sie brauchen eine deutsche Fassung. Und wenn sie auch schlecht ist, aber es muss eine drauf sein. Und die werden dann bedient von Firmen, die da so semi-professionell arbeiten oder halt mit ihrem kleinen Budget auskommen müssen. Manchmal kommt auch was Lustiges dabei rum. Oder was ich mal gerne mache, mich über sowas dann lustig machen und das dann leicht belächeln und daraus dann noch zusätzlich noch eine Unterhaltung ziehen. Ja, genau. Man kann ja bewusst auch Synchronfassung, das war immer mal so eine Idee, man erstellt Synchronfassungen, die so weniger mit dem Original zu tun haben, wo die Fassung sich verselbstständigt durch Gags und Witze. Das ging ja schon mal los damals mit Rainer Brandt und die zwei, wo man gesagt hat, wir können das spannender, witziger machen, indem wir uns vom Original entfernen. So könnte man natürlich Fassungen erstellen, die verhohnepiepelnd und sind. Aber auch das würde ja Geld erfordern. Das müssten Konsumenten gut finden und damit sich das finanziert. Ja. Was unternimmst du eigentlich in deiner Freizeit neben der Arbeit natürlich? Ja, also für mich der Ausgleich ganz wichtig, weil wir viel im Studio sitzen, in die Natur. In die Natur gehen, spazieren gehen, grün, atmen, spüren, um aus diesem technischen, hermetisch, akustisch abgeriegelten Raum rauszukommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen liebe ich es ja auch, die Synchronbücher zu schreiben, weil dann bin ich nicht in einem Studio. Also wenn ich nur immer in der Regie säße, 300 Tage im Jahr, wäre für mich ein Horror. Ich brauche die Abwechslung und nach dem Regietag ganz wichtig, raus in die Natur. Ich spiele seit ein paar Jahren auch Golf. Das bin ich in einem schönen Landschaftsgarten, in dem ich mich bewege und auch noch sportiv tätig bin. Das ist zum Beispiel etwas, was ich gerne mache. Oder dann Fahrrad fahren oder verreisen, wenn es geht. Kleine Kurzurlaube immer mal zwischendurch. Andere Impressionen aufnehmen. Und ja, mit meiner Frau zusammen Freizeit verbringen, ins Theater gehen. Was ich sehr liebe, ist die Oper. In Berlin haben wir drei Opern von Weltformat, sechs große symphonische Orchester von Weltformat. Die Klassik ist so mein Steckenpferd und ich gehe gerne in die Oper, gerne in Konzerte. Und das ist ein schöner Ausgleich zur Tätigkeit, die ja sehr anstrengend ist. Das in der Regie sitzen, dieses ständige Aufmerksamkeit, ständiges Motivieren, ständiges akustisches Hören, hineinverfühlen. Ich merke es gerade mal, heute hatte ich einen Ensembletag, wie anstrengend das ist. Du bist ausgelaugt. Also abends ist dann wirklich Entspannung angesagt und wichtig. Und eben keine Abendschicht jetzt noch bei einem anderen. Ja, manchmal ging es nicht anders, weil Projekte zusammenfielen. Dann beißt man mal den sauren Apfel. Kann kein Dauerzustand sein. Und ich versuche das wirklich zu vermeiden, weil ich dann nicht mehr die Energie auch habe. Und je älter ich werde, also mit 30, 40, ist eine Doppelschicht was anderes als jetzt mit Ende 50. Das ist klar. Klar, die Konzentration lässt dann nach dann irgendwann. Ja, es strengt mehr an. Man ist schneller müde. Und es macht keinen Spaß mehr. Also in dem Moment, wo es keinen Spaß mehr macht, wird es halt zu einer Routine. Und da soll es ja nicht unbedingt, da leidet dann auch die Qualität. Dahin wollen wir nicht. Klar, verstehe ich. Hast du einen Tipp für den Nachwuchs im Schauspielbereich, aber auch im Synchron? Jemand, der sagt, ich möchte gerne Synchron machen oder auch vielleicht auch Regie führen? Ja, also ganz viel zuschauen. Ich sag mal, man hat ja früher viel gelernt und ich glaube, das ist auch in einigen deiner Interviews auch angesprochen worden. Man hat früher viel mehr zusammensynchronisiert. Also diese Einzelaufnahmen haben einen Vorteil, man ist schneller mit seiner Rolle fertig, aber auch den Nachteil, dass man weniger was von den Kollegen mitbekommt, künstlerisch wie privat. Und gerade als Anfänger lernt man viel vom Zuschauen. Und zu hören natürlich dann,
Das ist mal ein Aspekt. Und dann es bedeutet, es ist ein Aufwand, ein Energieaufwand. Man kann nicht mal sagen, ich will mal so synchronisieren. Es muss einem als Schauspieler klar sein, dass man dafür eine Zeit aufwenden muss, um überhaupt mal in der Branche wahrgenommen zu werden. Und immer wieder fragen mich ja Schauspieler, die ich auch von der Schauspielschule kenne, die sagen, ja, ich bin jetzt an dem Theater, ich würde auch gern mal synchronisieren, auch gern mal, funktioniert nicht. Also ich weiß, dass ich anfing, die ersten 3 Jahre bin ich überhaupt keinen Tag in Urlaub gewesen. Auch ich hätte Urlaub machen können, die Zeit war da, weil ich ja nicht gleich viel zu tun hatte. Aber ich war immer präsent. Das heißt, wenn ein Aufnahmeleiter anrief, war ich immer zur Verfügung. Und ich weiß noch, als ich nach 3 Jahren dann erstmal in Urlaub gefahren bin, mich bei den Aufnahmeleitern abgemeldet habe, und hatte ich ein halbes Jahr manche nicht gesehen, nichts gehört und so. Ah, ich dachte, du bist im Urlaub. Und ich sagte, es waren 2 Wochen im letzten Sommer. Aber es bleibt dann in den Hinterköpfen oft was hängen. Und man sagt, der ist nicht verfügbar, der ist nicht da. Also gerade bis man mal einen Namen hat, bis man in den Köpfen der Entscheidungsträger sitzt, sollte man die Energie aufwenden, da zu sein. Zu gucken, möglichst eben, das Ensemble ist ja die Lernphase, das auch immer wieder dabei zu bleiben, mitzumachen. Heute wachsen viele oft zu schnell aus dem Ensemble raus, weil sich eine Gelegenheit bietet, mal irgendwo eine kleine oder größere Hauptrolle zu sprechen. Und sie sind aber noch gar nicht so weit und wundern sich dann, wenn diese Rolle zu Ende ist, oh, jetzt habe ich nichts zu tun oder weniger und ach, kann ich wieder zurück ins Ensemble. Auch ein Unterschied zu München und Berlin. Ensemble in München hatte überhaupt nichts Ehrenrühriges. Es haben auch Leute mal Ensemble gemacht, die schon Hauptrollen gesprochen haben. Und in Berlin ist das immer so katalogisiert. Also wer im Ensemble ist, kann nichts. Und deswegen gehe ich da so schnell wie möglich raus, damit ich für Hauptrollen in Frage komme. Das war in München nicht so. Also ich finde, jeder kleine Satz hat seine Wichtigkeit und Bedeutung. Und man sollte sich dafür nicht zu schade sein, auch mal eine Dreitake-Rolle zu sprechen. Wie der große Arno Marquis mal gesagt hat, also es gibt ja da auch für 3 Takes ziemlich viel Geld, damals 100 Mark und als Grundgage und pro Take 5 Euro. Wenn da 105 D-Mark, also damals D-Mark, 5 D-Mark, in Steglitz an einem Baum unter einem Stein liegen, dann fahre ich doch dahin und hole mir diese 105 Mark und sag, bin ich so arrogant zu sagen, ach nee, ist nur ein Take, da komme ich nicht. Also ich finde, der Respekt auch für die kleinen Aufgaben sollte von denen, die besetzen, die kleinen Aufgaben da sein, wie auch umgekehrt von denen, die diese kleinen Aufgaben bekommen. Also alles in jedem Film, jeder Satz ist wichtig. Aber das Gefühl habe ich dann auch tatsächlich, dass das in Berlin ein bisschen abgehobener ist, wenn man das so sagen kann, auch für Kleinzeug dann auch rüberzufahren ins Atelier und dann ist dann würdevoll zu machen. Also ich bin seit über 30 Jahren dabei und ich komme auch für einen Take. Also da bin ich mir nicht zu schade und ich verstehe das. Ich möchte auch als Regisseur jeden Take eigentlich so gut wie möglich besetzt bekommen und also ich kann das umgekehrt nicht verstehen. Also ich sage immer, ein bisschen Demut, ein bisschen Respekt vor dem Job, vor der Arbeit. Und es gibt ja auch nicht wenig Geld dafür im Verhältnis zu anderen Stundenlöhnen. Möchtest du zum Abschluss noch den Zuschauern was sagen? Ja, den Zuschauern, wie auch immer, alt und jung, die ihr da seid, dass ihr euch für Synchronisation interessiert, finde ich toll. Und dass ihr das als Kunstform auch wahrnehmt. Es ist eine Kunstform. Es ist nicht nur einfach irgendetwas nachplappern in einer anderen Sprache. Es ist eine Ausdrucksform. Es ist ein eigenes Handwerk. Und ich sage immer, Synchronisation und Synchron, das ist eine Kunstsprache, die aber nicht künstlich klingen darf. Und viele mokieren sich über Synchronisation. Ach, ich schaue mir das lieber im Original an.
Erwiesenermaßen ist ja, dass man beim Untertitel mitlesen, wenn man die Sprache nicht beherrscht, viel des Visuellen entgeht und auch viele Produktionen, deren Sprache man vielleicht kann, durch Akzente, Dialekte teilweise unverständlich sind, sodass man doch die Untertitel zu Hilfe nehmen muss. Es entgeht einem was und eine Synchronisation, die homogen ist, die gefühlvoll ist, die wahrhaftig ist, die technisch gut betreut und gemacht ist, ist ein großes Geschenk. Und darüber muss man nicht die Nase rümpfen. Und hiermit beende ich das Interview und bedanke mich, Stefan, für das Interview. Ja, gerne.